Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Wir haben den ganzen Sommer hindurch Aktien gekauft mit unserem Portfolio und wir machen jetzt weiter, nachdem eine gewisse Sommerpause eingehalten wurde. Es ist gut, nicht immer zu investieren. Investieren Sie langsam über die Zeit, da sind Sie viel besser dran. Langsam rein, langsam raus, so sieht sicheres Investieren aus, ist unser Prinzip. Und ich beginne jetzt wieder an diesem 3. November mit den Top 10 von diesem 6. November. Und was wir hier sehen, vor uns sind die nächsten Top 10 Aktien. Wir haben hier einerseits die neuesten Top 10 Aktien. Wir haben hier, den CAC 40 von Frankreich und Neuseeland. Weil wir in Europa investieren wollen, haben wir zuerst einmal Frankreich angeschaut. Was hat es in Frankreich? Wir haben hier vor uns die 10 besten Aktien von Frankreich aus dem CAC 40, das heißt 40 aus den 40 größten Aktien in Frankreich. Und was mir aufgefallen ist, sind Pernod Ricard im Value-Bereich mit 100 Value. Value ist eine Kennzahl, die setzt sich zusammen aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, aus dem Umsatz-Gewinn-Verhältnis, aus der Dividendenrendite und aus dem Markt-zu-Buchwert-Verhältnis, also eine konsolidierte Zahl, um zu beurteilen, ob eine Aktie günstig ist. Ich habe hier ein Rating von 20 für Sicherheit, das interessiert mich nicht so ganz. Offenbar in Frankreich sehen die Banken gut aus. Ich möchte das mal anschauen, denn Schneider Electric haben wir bereits das letzte Mal gekauft. Also ich schaue mir Société Générale genauer an. Das ist die Seite von Société Générale. Ich gehe hier mal runter, bin überall überzeugt von Value, von Wachstum, von Sicherheit nicht so besonders. Schauen wir mal in die Details, woher kommt denn überhaupt der Value? Er kommt aus einem relativ günstigen Preis im Vergleich zum Gewinn, zum Kursbuchwert, allerdings nicht so gute Dividendenrendite. Die Franzosen behalten wohl das Geld lieber im Unternehmen, das ist okay. Was mich auch interessiert ist Wachstum. Es sieht so aus, dass das Unternehmen Société Générale gar nicht besonders gut ist im Wachstum. Das Gewinnwachstum hingegen ist sehr gut und hat vermutlich das Wachstumsrating stark beeinflusßt. Jetzt wissen wir, Société Générale hatte vor ein paar Jahren eine Krise mit einem Händler, der sich verkalkuliert hat. Und es kann gut sein, dass dieses Gewinnwachstum auf diese Vorperiode zurückzuführen ist. Also so wahnsinnig überzeugend ist Société Générale nicht. Ich habe deshalb mal was anderes gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich habe noch keine Bank bei mir im Portfolio. Schauen wir mal an, wie das aussieht in Europa. Wie sehen die Banken denn aus? Und ich gehe zum Obermatt Aktienfilter, habe ausgewählt nur die großen Unternehmen, nur die Branchen, diversifizierte Banken und natürlich hier nur die Länder in Europa. Größe sehen Sie XXL, das sind die Aktien, die ich investieren will. Und hier ein paar ausgewählte Bankbranchen. HSBC ist zu oberst mit praktisch keinem Wachstum, aber mit einem guten Value, ein bisschen tiefer als Société Générale, dafür mit viel mehr Sicherheit. Was mir auffällt ist, es geht hier schnell runter. Value in Europa bei den Banken ist wirklich, wirklich schlecht. Kann das sein? Kann das Obermatt Rating so hart sein mit den Banken in Europa? Haben sie das wirklich verdient? Ich habe das gegoogelt. Ich habe gegoogelt nach Europe Banks Undervalued, because ich habe gehört, dass das mal ein Thema war, aber offenbar schon länger. Ich habe nämlich jetzt geschaut, nur für den vergangenen Monat und sehe hier bei CNBC zu oberst, europäische Banken kriegen zwar ein Make-up, aber sind immer noch nicht schön. Also eine Bestätigung der Obermatt Ratings. Ich habe mir dann HSBC etwas genauer angeschaut und habe gesehen, dass der Revenue zwar im Wachstum sehr, sehr gut ist, das ist sicher ein guter Hinweis darauf. Habe dann im Unternehmen geschaut, wie sie aussehen, die HSBC. Ich bin also auf die Webseite der HSBC Bank gegangen, habe mir dort geschaut, was interessiert mich vermutlich, und habe mir aus den Investor Relations den neuesten Report heruntergeladen, und zwar hier den 3Q 2015 Report.
So sieht das aus. Er ist hier als PDF erhältlich. So sieht dieser Report aus. Ich habe den ein bisschen durchgelesen. Natürlich, sie sparen alle wie wahnsinnig. Sie verkaufen Türkei und Brasilien. Sie machen eine Ring-Fenced Bank in der UK. Also ich glaube, so wie das aussieht, ist das nicht wirklich etwas für Kleinanleger. Da muss man wirklich viel verstehen vom Bankengeschäft. Ich schaue mal noch weiter. Was gibt es sonst noch? Und bin dann, Sie haben es vorgesehen, auf die Aktiengesunde Anreize England gestoßen. Ich klicke nochmals zurück. Wenn man auf die 10 Aktien in Fokusmärkten geht, dann ist am 6. November die gesunden Anreize England veröffentlicht worden. Das sind Unternehmen, bei denen die Anreize für die Manager stimmen. Hier sieht es schon viel bekannter aus. Royal Mail haben wir schon mal angeschaut, hat mich nicht so überzeugt. Ich glaube, Vodafone haben wir auch angeschaut. Ich schaue es jetzt nochmals an, weil die Zahlen sind doch wirklich ausgesprochen gut. Gute Value, gutes Wachstum, gute Sicherheit. Also gehen wir zu Vodafone, schauen an, wie das hier im Detail aussieht. Wenn ich jetzt den Value, das ist die Zusammenfassung, also wenn ich die einzelnen Dinge anschaue, also im Punkte Umsatz sind sie gar nicht so günstig, die Vodafone, im Punkte Gewinn, Buchwert sind sie günstig, Dividendenrendite sind sie auch günstig. Das genügt mir einmal, sie wachsen auch sehr stark, das gefällt mir auch sehr gut. Also schaue ich mir das Unternehmen Vodafone genauer an. Ich gehe hier oben auf den Hyperlink zur Vodafone-Webseite, sehe eine moderne Webseite und habe mal geschaut, wer sind sie dann, oder als Investors, wer sind sie eigentlich, diese Vodafone, kriegt ein Investor-Sheet, Fact-Sheet. Da wird geschrieben, wer hier das Unternehmen führt, seit 2011 ein Chairman, ein Chief Executive Officer seit 2008, ein neuer Chief Financial Officer seit 2014. Überzeugt mich eigentlich, die Leute sind schon lange dabei. Dann habe ich das gesehen und das hat mir eigentlich noch besser gefallen. Kann ich etwas größer machen hier auch. Das Unternehmen ist aktiv in Afrika, in Indien, in Emerging Countries, in Europa, in Spanien auch. Das sind alles Länder, von denen ich eigentlich erwarte, dass sie in der Zukunft gut aussehen sollten, dass sie aufholen dürften mit der Entwicklung weltweit. Also finde ich das eigentlich eine gute Anlage. Sie haben auch ein Sustainability Report, habe ich durchgeschaut. Es ist Ihnen offenbar wichtig. Bei 2030, there will be 20% more people in the world und die brauchen 70% mehr Agriculture und offenbar haben sie dort auch eine Initiative für mehr Sustainable Business, nennen sie das, mehr Nachhaltigkeit. Finde ich nicht schlecht, spricht sicher nicht gegen Vodafone. Ach, Bill Gates kommt zum Sprechen, zur Geltung hier bei Vodafone. Ich denke, Infrastrukturprojekte in Afrika, in Osteuropa, in Indien, das ist eine gute Sache. Da glaube ich eigentlich dran, dass das sich irgendwann auszahlen sollte. Wir gehen also in mein E-Banking. Man sieht hier das Portfolio, es hat sich übrigens wiederholt, seitdem ich das E-Mail gemacht habe, das Video gemacht habe, das ich verloren habe. Es ist jetzt eigentlich dort, wo es immer schon war, es ist bei 49.000 und wir haben ja noch ein bisschen Cash, könnte ich eigentlich auch noch anschauen. Zusammen sind es, gut, das kann man jetzt nicht mehr, ich habe nochmal 50.000 Franken einbezahlt für die neuen Aktien, also ich habe jetzt 50.000 Franken in Geld. Gut, gehen wir in den Börsenhandel, kaufen wir Wertschriften und zwar Vodafone. Vodafone mit F. Bei den Aktien, ich gehe hier weiter. Vodafone Group, das macht Sinn. Die kosten zurzeit 2,15 Pfund, 2,15 Pfund in Swiss Francs, 2 Pfund, Pound 50 in Swiss Francs. Und was ich eigentlich
haben möchte, sind, ist 3,28 Franken in Schweizer Franken. Ich teile 5.000 durch 3,28 Franken, komme auf 1.500 Aktien. Das ist das, was wir hier kaufen, 1.500 Aktien. Ich kaufe bestens, ich kümmere mich nicht so gerne um diese Themen, vielleicht muss ich mich hier mal belehren lassen. Das macht 3.236 Pfund, ich lasse das ausführen. Der Börsenauftrag wurde entgegengenommen und damit haben wir unsere erste Aktie gekauft im zweiten Teil von Obermatt Investing. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Thank you.